Inshallah. Also, machen erst auf Arabisch, inshallah. Dann machen wir das auf Deutsch, damit du auch verstehst, was das bedeutet. Du musst bezeugen, bezeugen kannst du nur, indem du das weißt. Also ich erkläre dir das auch, was das bedeutet. Okay? Also auf Arabisch sagt man Eshedu El La ilaha La ilaha, genau. Illallah Wa Eshedu Enne Muhammeden Rasul Allah. Bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigeren Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein letzter Diener und Gesandter ist. Takbir! Allahu Akbar! Tolle Sache nochmal, Schwester. Erstmal, ich heiße dich willkommen. MashaAllah. Ich möchte wissen, kannst du sagen, hat dich jemand gezwungen, dass du den Islam nimmst oder jemand unter Druck gesetzt, dass du den Islam annimmst? Nein, ich habe eine Cousine, die ist auch in Islam getreten und ich bin seitdem 7. Also hast du das aus freien Entscheidungen gemacht? Ja. Alhamdulillah, jetzt bist du offiziell unsere Schwester. Will Allah dich festigen. Wir geben inshallah auch jetzt gleich die Bücher für die Lehre, wie das funktioniert. Denk mal, die Schwester kann dir auch dabei helfen. Ja. Auf jeden Fall, dass du da, dass du die Schwester bitte nicht vergisst, also nicht so lässt. Du hast Freunde, die Muslime sind. Bitte immer mit dieser Freundin sein. Ja. Alhamdulillah. Jetzt frage ich dich noch, wie fühlst du dich genau jetzt? Das ist das, was ich dir meine. Jetzt hast du die Allah, was dir jetzt im